Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hilfe! Nein! Nein! Was macht der mit mir? Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Wir haben in der letzten Folge ja den schlafenden Koch versehentlich geweckt, als wir den Wichtel verfolgt haben und haben da einen Bug ausgelöst. Das sollte nicht nochmal passieren. Jetzt ist halt die Frage, wo läuft der Wichtel hin? Wo läuft der Wichtel hin? Ist er hinter der Tür vielleicht? Nee. Ist der Wichtel unterm Bett? Auch nicht. Wo ist der Wichtelmann? Oh. Oh. Jetzt nur nicht bewegen. Aha. Ah, da ist ein Schlüssel. Yes. Also den Schlüssel hätten wir schon mal. Wie kriegen wir den so, ja? Schaukel, schaukel, schaukel. Kommt der jetzt zurück? Nee. Boah, ich dachte gerade, der holt seinen Key jetzt wieder. Ist der Wichtel vielleicht da drin? Komm, der Wichtel, der muss jetzt noch sein. Das gibt's ja nicht. Der Wichtel muss ja hier irgendwo sein. Leute. Das auch nicht. Mann! Da oben? Oder hinter der Tür? Wahrscheinlich sieht man den schon die ganze Zeit, ne? Nur ich bin wieder mal betriebsblind. Im Bett. Wird er wohl nicht sein. Seltsam, seltsam, seltsam. Ja, egal. So. Gut, wir haben jetzt den Schlüssel. Da kommen wir nicht hoch, oder? Nee. Ja, dann können wir eigentlich mit dem Schlüssel, mit dem Aufzug. Ja, genau. Hier rauf. Ach, das ist der Wichtel. Alles gut. Haha, ich hab dich. Hab dich, hab dich. Kleiner Wichtelfreund. Warte, 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 da kommt der noch. Wie? Was? Lass meinen Wichtelfreund in Ruhe. Boah, wo ist der jetzt? Hat er den jetzt verscheucht? Nee. Ach, da steckt sich da hin. Gut. Also. Klick, 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 klick. Mein Freund. Oh, so süß. Gut. Ja, der läuft mir jetzt nach, ne? Nicht, dass dem jetzt was passiert. Ja, ja, wird schon gut gehen. Der Schlüssel, da haben wir die Tür schon gesehen letztens. Kriechen. So. Was
der Meisterkoch. Was? 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 Wie? Alter! Beruhigen Sie sich. Kann man auch in den Ofen rein vielleicht? Das wäre jetzt interessant auszuprobieren, ne? Leute, kann sein, dass ich jetzt sterbe. Ich würde gern gucken, ob man in den Ofen rein kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Kann ich denn nicht hüpfen? Okay, nee. Anscheinend geht es nicht. Jo. Mein lieber Freund. Gehen Sie weg. Ich will ja nur meinen Schlüssel. So. Mit dem Schlüssel. Ah, da ist wieder ein Wichtel, der macht wieder Blödsinn gleich. Wichtel? Wo ist er hin? So, haben wir gut gemacht. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hilfe! Nein! Nein! Was macht der mit mir? Okay. Ja gut, ja, das Schloss ist ja jetzt offen. Eigentlich können wir hier ein bisschen durchrushen. Oh, ja, geh, geh. Sticks. Oh, die blöden Wichtel. Ah. Hier schön gemütlich. Einmal hier rum bei dem Fisch vorbei. Hat der mich vorhin in den Fisch gestopft? Man hat es nicht ganz gesehen, ne? Das Schloss ist dran. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der verdammte Schlüssel? Leute, ist der jetzt oben im Schlafzimmer oder was? Nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach, da liegt er, da liegt er. Ah, gut. Oh, ich dachte gerade. So, diesmal ziehen wir gleich in die Tür. Laufen wir nicht lang drum rum. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Schneller. So. Jetzt sperren wir auf.
Und gleich durch. Gleich rein. Gleich rein. Komm. Geh rein. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Da liegt eine Wurst. Six. Bitte. Six. Nein. Ja, genau. Erstmal warten, ob der hier kommt. Okay, scheint sicher zu sein. Kann man die Wurst essen? Nee. Aber dann wieder Hunger haben, ne? Kann ich das Messer nehmen? Vor allem aus was ist die Wurst gemacht, ne? Sind ja wieder Kinder. Kinderfleisch. Ah ja, hier ist auch da schon der Fleischwolf dazu. Muss ich da jetzt was reinwerfen oben? Nee. Also das ist so ein Speiseaufzug, kennt man von früher. Hier ist abgesperrt. Aber ich glaube, da kommt dann der Boss-Typ. Der Koch, so. Kommt bestimmt der Koch. Ach so. Ah, das ist dann erst der Vorgang zum Wolfen. Ja. Kommt da mehr Fleisch? Nee, nur das. Okay. Gut, dann rein damit in die Wurst. Aha. Ah, das wird dann so quasi ein Seil. Ja. Kann man das schieben? Nein. Wie kriege ich jetzt mehr Wurstmasse? Muss ich da hoch wahrscheinlich, ne? Ach, da ist ein Wichtel, oder? Ein Wichtel. Hallo. So, Herr Wichtel, ich brauche mehr Wurstmasse. Bitte springen Sie in die Wurstmaschine. Den Wolf. Zack. Ja. So. Ja. Das hier sieht vielversprechend aus. Ja. Dann komme ich hier vielleicht raus. Ach, da kann ich wieder Feuer machen. Oh, und ein... wie nennt man das Ding? Eine Puppe. Ah, eine Ratte und toter Wichtel. Irgendwie ist gerade extrem laut. Warte, ich muss mal die Lautstärke runterdrehen. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu störend in der Aufnahme. Nein. Aha. Was soll das sein eigentlich? Eine Klimaanlage oder was? Das kann man ja gut vorstellen, dass ich da oben ran muss, ne? Oder wieso wechselt die Kamera an sich da so? Ich brauche doch bestimmt die Ratte. Oder den Wichtel. Für meine Wurst. Nee, also. Keine Ahnung, Leute. Hätte man bestimmt gebraucht, aber ich krieg's nicht hin. Was kann man hier noch machen? Ach, da ist noch so ein Fleischstück. Wie kriege ich das? Ja.
Ja. Nice. Ist es genug jetzt? Oder muss da noch so ein Leichensack runter? Blumsen. Rauf da, rauf. Ja. Komm, bleib liegen. Gut. Dann fahren wir wieder runter. Ziehen wir an dem Seil. Jetzt ist der Wichtel draußen. Herr Wichtel, es ist gefährlich hier. Kommen Sie mit. Kann ich den Wichtel reinwerfen? Sorry, Leute, ich muss es ausprobieren. Ach, schade. Nein, ich wollte natürlich nicht den Wichtel irgendwie in den Fleischwolf. Nein. Nein, auf keinen Fall. Klack, klack. So, eine zweite Wurst und eine dritte Wurst. Ist das jetzt schon genug? Ja. Ja, es geht. Ich hätte ehrlich gesagt den Koch gern verwurstet. Aber da kommt bestimmt noch was. Aber das werden wir im nächsten Teil erkunden. Denn die 20 Minuten sind schon wieder oben, sehe ich gerade. Hab mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Gebt dem Video einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar oder abonniert den Kanal. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Little Nightmares. Und dann werden wir weiter sehen, wie wir mit dem Kochverfahren oder halt mit dem nächsten Typen, den wir begegnen. Aber ich glaube, wir müssen zuerst mal den Koch komplett ausschalten. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.